Mein Name ist Roger Stocker, bin der Geschäftsführer von der Firma Grünhoch 2 AG. Der Stefan Waser und ich, mein Geschäftspartner, wir kennen uns schon seit der Kindheit. Uns verbindet eine langjährige Freundschaft. Und so ist die Idee entstanden, dass wir miteinander eine Firma gründen könnten, gerade im Bereich Gartenbau. Unsere Philosophie ist, den Garten aus einer Hand am Kunden abzugeben. Durch das, dass wir die Partnerfirma im Tiefbaubereich haben, lösen wir die Schnittstellen eigentlich lösen und sind sehr, sehr früh in das Projekt involviert, dass wir auch die Möglichkeit haben, schon beratende Funktionen einzunehmen während der frühen Bauphase und mit dem Kunden eigentlich bereits in dieser Phase kooperieren und Lösungen suchen für das zukünftige Gartenprojekt. Uns ist es wichtig, Fähigkeiten und das Wissen aus den Leuten, die Erfahrung haben, die langjährig schon im Beruf tätig sind, können weiterzugeben an junge Berufsleute, die nachher dann den Nachwuchs bilden für unsere Zukunft. Gesamthaft beschäftigen wir heute rund 50 Mitarbeiter. Mitarbeiter im Bereich Administration, über die Werkstatt bis hin zu den Leuten, die nachher dann das Werk im Garten vollbringen, also die Gärtner selber. Und natürlich auch die, die Gärten dann unterhalten tun. Durch das, dass wir spüren, was in einem Garten eigentlich den Unterschied macht, hat der Kunde eine optimale Begleitung in den Bereichen, wo er eigentlich nicht ganz genau weiss, was er sucht. Wir haben die Fähigkeit, ihm dann auch entsprechend können aufzeigen und das auch visuell, was potenzielle Ideen wären. Es geht damit nicht nur um Produkte, sondern es geht auch um Emotionen, wo man irgendetwas vermisst oder kommt vielleicht nicht selber ganz genau erörtern. Und genau dorthin führen wir ihn. Ein schöner Garten, das ist einerseits eine Kombination von verschiedenen Elementen, die man in den Garten integrieren kann. Andersweitig auch in den Haufen Erlebnisziel ist es nicht nur eine Kulisse zu bauen, die nachher entsprechend ein bisschen schön aussieht, sondern wo man drinnen auch Zeit verbringt, dass man am Schluss auch sagt, das Produkt, das entspricht mir, das Produkt, das habe ich mir so vorgestellt und ich bin froh, dass ich es so auch umgesetzt habe. Das ist immer das Ziel, das oberste Ziel, den Kunden am Schluss dort zu haben, dass er sagt, das ist genau das, was ich will.